Hallöchen, liebe Leute, und herzlich willkommen zur nächsten Folge von The Witcher 1, Folge 21. Ja, wir haben in der letzten Episode haben wir den ertrunkenen Vertrag gemacht. Jetzt schauen wir mal weiter im Tagebuch. Nein, im Tagebuch nicht, ins Inventar. Ja, im Inventar haben wir dann noch diesen Vertrag. Um diesen Vertrag zu erfüllen, ist der Ghoul-Eintrag im Bestiarium erforderlich. Neuer Quest, der Ghoul-Vertrag. Ich muss für Kalkstein das Blut von 5 Ghoulen sammeln. Super. Dann werden wir das machen, liebe Leute. Der Ghoul-Vertrag. Ich muss für Kalkstein das Blut von 5 Ghoulen sammeln. Okay. So. Wo sind die Ghoule? Ghoule. Ghoule, Hule, 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 Hule. Dazu muss ich wahrscheinlich wieder in ein Feuer gehen. Lagerstelle. Lagerfeuer. Und das werde ich natürlich irgendwo machen, liebe Leute. Ja. Werde ich gleich hier rüber gehen zum Geistlichen. Da können wir schlafen. Weil diese Ghoule kommen auch nur. Eigentlich. In der Nacht. Der Ghoul-Vertrag. Für Kalkstein. So, da werden wir auf jeden Fall machen. Das wird auf jeden Fall eine harte Herausforderung werden. Warte, müssen wir wieder schlafen, Leute. 11 Stunden meditieren. Wir müssen die Ghoule finden, Leute. Werden wir so zurückgehen. Weg vom Wasser, weil sonst haben wir wieder den Ertrunkenen am Hals. Oh oh. Ja, habe ich doch schon diese Wölfe. Bestie. Die Bestie, Leute. Da war die Bestie. Wo war die Bestie jetzt? Die Bestie. Ah, schade. Ich habe die Bestie gesehen, Leute. Die ist weg, die Bestie. Die ist weg. Nö, Leute. Es wird die Bestie verpasst. Ja, die Bestie, die muss ich auch noch erledigen. Ja. Was sind das? Da kommt jetzt gleich einer. Ah, das ist wieder eine spannende Folge, Leute. Ja, wir haben die Bestie zwar getroffen, aber irgendwie nicht erledigt. Wir brauchen coole Leute. Wir brauchen coole.
Wo sind die Ghule? Wir brauchen keine Bestien. Keine Bagästen. Ja, wir haben den Ghul-Vertrag. Haha. Super. Aber wir brauchen auch Ghule. Leute, ich weiß schon, wo Ghule zu finden sind. Oh, oh. Nein, nein, doch nicht mehr. Das war ja in dieser Höhle, wo Mikul war. Jetzt komm. Nicht sterben, Hund. Wo sind Ghule? Die finde ich coole. So. Also die Suche nach Ghulen. Ghule. Okay, weiter geht's. Da habe ich schon mal Ghule getroffen. Leute. In der Nähe von Abigails Haus. Aber das ist ein Bagest. Ich will ein Ghul haben. Haben wir hier alchemistische Zutat? Wieder eine alchemistische Zutat. Na, schauen wir mal, ob wir da jetzt. Da ist die Bestie! Bestie, Bestie, Bestie! Beste lasst sich immer blicken, Leute. Na, komm doch. Was macht der? Ich brauch doch eigentlich nur coole Leute. Ich brauch doch eigentlich nur die Ghule. Und nicht diese paar Gästen und diese Bestie. Diese Bestie verschwindet immer sofort wieder. Die Suche nach den Ghulen, naja. Das ist was, was ich sehr, sehr schwer finde, die irgendwie zu finden. Wo diese Ghule sind, ja, das ist wieder die Bestie. Leute. Ja, die Bestie lässt sich nur blicken, wenn man wirklich. Ich muss jetzt einen Heiltrank nehmen, Leute. Auf jeden Fall einen Heiltrank nehmen. Mittlerer Ruhegehalt. Da haben wir Getränkregner aus der.
Was haben wir hier? Zack, Alkohol. Kuhmilch. Wo haben wir die ganzen Sachen dran? Gehört ihr wieder jetzt irgendwann deutlich? Ja, das Gesundheit wiederherstellen, Leute. Da haben wir ein alchemistisches Zutat, Vitriol, besten Fangzahn. Wo sind die Kuhle hin, Leute? Ich habe keine Ahnung, wo die Kuhle hin sind. Jetzt kommt wieder die Beste. Und schmeißt mir wieder 5-6 paar Gästen hin. Ah, das ist bitter, Leute. Schauen wir mal. So, weiter geht's. Da ist jetzt keiner mehr. Das sind keine Wachen mehr, Leute. Okay. Gut, da ist auch nichts. Gehen wir mal so. Wir brauchen Ghule, Leute. Ertrunkene. Überreste. Alchemistische Zutaten sind immer gut. Alchemistische Ginnatsäure. Okay. Weiter geht's. Ja, wir brauchen diese Ghule. Aber ich finde diese Ghule nicht. Das finde ich nicht cool. Da ist ein Ertrunkener hier drüben. Aber den lasse ich mal, wenn er so lange nicht auf mich zuläuft. Ist es eigentlich nicht so tragisch, ne? So. Ja, keine Ahnung, jetzt laufen wir im Kreis. Jetzt sind wir die ganze Zeit im Kreis gelaufen, Leute. Wo sind die Ghule? Hier drüben vielleicht? Schauen wir mal. Neue Region wird betreten, die Mühle. Schauen wir mal, was wir bei der Mühle machen können. Da ist der Miku, Leute! Aha! Aha! Ich habe ihn gefunden! Ich fand diese seltsamen Würfel.
Diese seltsamen Würfel, Zwergenhandwerk. Ich fand diese seltsamen Würfel. Zwergenhandwerk. Keine Ahnung, was die Leute reden, aber ich spiele schon lang nicht mehr, ich schwöre! Ganz ruhig, Mikol. Ich frag ja nur. Der Geistliche kann bestätigen, dass ich meine Würfel verbrannt und der Teufelei abgeschworen habe. Redet mit dem Zwerg Soltan! Soltan sagt ihr, ich habe eure Würfel verbrannt. Ihr glaubt, ich glaube, er lügt. Soltan sagt ihr... Soltan, sagt ihr? Ja, da müssen wir nochmal reden mit ihm. Aha. Ich fand diese seltsamen Würfel, ja. Ich fand diese seltsamen Würfel. Zwergenhandwerk. Sag ich noch einmal. Was die Leute reden, aber ich spiele schon lang nicht mehr, ich schwöre! Ganz ruhig, Mikol. Ich frage nur. Ich frag ja nur. Der Geistliche kann bestätigen, dass ich meine Würfel verbrannt und der Teufelei abgeschworen habe. Redet mit dem Zwerg Soltan! So, ihr habt eure Würfel verbrannt. Oder? So. Ihr habt also eure Würfel verbrannt. Ich glaube, ihr lügt. Das würde ich niemals wagen. Reckt euch ab. Ich spiele auch. Soltan hat mir davon erzählt. Mann, ihr habt mich echt kalt erwischt. Kommt mal auf ein Spiel vorbei. Ist langweilig, den ganzen Tag hier zu stehen. Spielen wir Poker. So, Leute. Würfelpoker, Anfänger. Ich kann gegen Mikol Poker spielen. Starteinsatz wählen. Dann würfeln wir mal, Leute. Ah, da haben wir nicht wirklich was. Aber der hat sicher einige Sachen. Ja, sicher. Ihr habt Pfad, zwei Paare. Gegner wettet. Ja, das verliere ich, das erste. Nächste Runde. Würfeln wir. Ich habe wieder ein Paar nur, Leute. Gebot akzeptieren. Ihr habt gewonnen, nächste Runde. Jetzt müssen wir die Runde gewinnen, Leute. Ich habe gar nichts, Leute. Ein Paar nur. Gebot akzeptieren. Ich glaube, ich habe keine Chance, Leute. Der hat jetzt schon wieder ein Paar. Ich glaub's nicht. Ihr habt verloren. Ausgang. Gebete. Noch eins. Aha. Spielen wir Poker. Starteinsatz wählen. Werden wir ordentlich starten, Leute. Jawohl, unglaublich, das habe ich gewonnen. Ein Triple, also ein Dreier. Ihr habt drei gleiche. Ihr habt auch drei gleiche. Das gibt's ja nicht. Aber ich habe Sechser. Und der hat aber nur Zweier. Ihr habt gewonnen, nächste Runde, sag ich ja, meine sind mehr wert. Wir würfeln. Ein Paar. Ihr habt Paar, ihr habt nichts. Gebot akzeptieren, Leute, wir werden das gewinnen, Leute. Wir werden auf jeden Fall voll aufs Ganze gehen jetzt. Ihr habt verloren, das gibt's ja nicht. Das gibt's ja wirklich nicht, Leute. Jawohl. Zwei Paare. Ihr habt nichts, zwei Paare voll erhöhen. $391, also wir haben schon einiges an Geld verloren. Ja bitte, ist er da zwei. Das gibt's ja nicht. Der hat wieder zwei Sechser. Das gibt's ja nicht. Ich muss noch einmal spielen, Leute. Ich muss so lange spielen, bis ich gewinne. Das ist ja eine Quest.
Spiel mal Poker. Ich habe schon so viel verloren. Verliere immer mehr Geld, Leute. Ein Paar. Tja, bitte, jetzt hat er drei Paare. Das gibt's ja nicht, drei gleiche. Möchte die erhöhen. Drei gleiche, ein Paar. Gebot akzeptieren, Leute. Das, ich habe keine Chance in der Runde. Jetzt schon wieder drei gleiche. Das gibt's ja nicht. Ich verstehe es einfach nicht, Leute. Ich hab verloren, naja klar. Das ist unglaublich. Den Mikol werde ich nicht besiegen können, glaube ich. Zwei gleiche. Zwei Paare. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Ich habe da einfach keine Chance gegen diesen Mikol. Ja, jetzt hat er wieder einen Sechser, Leute. Das ist doch nicht möglich. Wie viel Glück hat denn der? Aha. Poker. Ja, komplett, wir haben schon so viel Geld verloren, Leute. Ja, ich habe drei gleiche. Ja, wahrscheinlich hat er drei Sechser, ne? Der 3-6er, das glaube ich nicht wirklich. Das ist doch unart Full House. Das ist so unmöglich. Das 3-6er. Ein Paar. Drei gleiche schon wieder. Das gibt es wirklich nicht. Also das ist ja schon mega. Also gegen den habe ich keine Chance, Leute. Ich hab verloren. Ja, das werden wir aber lassen in dieser Folge, würde ich mal vorschlagen. Ich tue mich da jetzt nicht herumärgern. Ich werde hier weiterspielen offline. Wenn ich ihm schlage, werde ich das danach dann in der nächsten Folge erwähnen. Ich sage Dankeschön fürs Zuschauen, liebe Leute. Lasst mir bitte ein Like da, das wäre ganz toll. Bis zum nächsten Mal. Ich sage Game Over und ciao.